Und ich werde alles stompen mit meinem Haus. Ich baue das nämlich da, wo gerade dieses Ambusfeld ist von MyMax. Das reißen wir ab. Nein, das ist ja hier ist reserviert. Ja. Ist alles reserviert. So der ganze dann. Strand gehört mir. Willst du drum kämpfen? Ich baue hier am Strand mein Haus, Max. Da ist mein Zoo, mein Panda, mein Strandmann. Diese Bambusfarm. Ach so, wo ist denn mein Bambusding? Du meinst Zuckerrohr. Ja, Zuckermüll, ja. Das ist aber unser einziges Zuckerrohr. Ja, dann machst du halt eine neue Farm. Du bist auch immer so gut darin. Ja, stimmt, hast du recht. Siehst du, Romara, muss ich nur ein bisschen. Das hat mich jetzt leider wirklich motiviert. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Es ist wieder so. Nacht. Es ist so oft Nacht. Hast du hier wieder irgendwas geändert? Mein Gott, Junge. Du gottverdammter Retard. Lieg im Bett, zack. Bro, dieser Revi ist so verdammt anstrengend. Auch mit mir ist einfach, oder was? Wer talkt da in deinem Chat so? Dran nervt. Was braucht man für... Ich bin durchgehend immer wieder Level 30. Ich kann euch alles bauen, was ihr wollt. Ruhig talken. Was braucht man für... Sei leise. Spassi, Alter. Was brauche ich für Concrete, Leute? Brauche ich Sand und Gravel, oder? Ja, okay. Ich hab einen kranken Plan für mein Haus, Alter. Mein Haus wird so insane aussehen. Max, wie viel Level hast du gerade, Max? 30. Willst du was haben? Kannst du mir eine Diamantschaufel auf höchster Stufe verzaubern? Wenn du mir Diamanten gibst. Sind in der Kiste drin im Leuchtturm. Wird das Haus besser als ein Crowdhack mit deinem Schloss? Ich werde wieder so eine moderne Villa bauen, Leute. Ich baue wieder so eine richtig geile moderne Villa. Habe ich voll Bock drauf. Mit schönem Pool, Außenanlagen, Garten, dies, das. Wird nice. Wird die iced out? Die wird iced out, so wie unsere Autobahn. Max, wie sieht's mit einer Schaufel aus? Bin dabei. Bist du nicht? Ich schau grad in deinem Stream. Ja, ich habe kein Gold hier leider. Kann ich irgendwie... Du brauchst kein Gold, du Autist. Du brauchst einen Diamanten und Lapis. Ja, ich habe hier keine Diamanten. Ja, dann komm doch in zum Leuchtturm. Da. Bin im Leuchtturm doch. Siehst du, ja, ich guck's mir in den Stream. Zwei Sticks, boom. Boom. Und dann nimmst du die unterste Stufe, da wo 30 steht im Verzauberungstable, ne? Brauchst du drei Lapis Lazuli für. Lapis Lazuli? Ja. Sehr gut, Romatra. Das gehört, wie dumm er es ausgesprochen hat. Ja, ihr seid solche asozialen, Alter, wirklich. Max, diese automatische Netherwarzenfarben, ich muss die wegmachen. Geil, Alter. Die wieso so das denn? Was soll das denn? Die steht genau da, wo mein Haus jetzt gleich hinkommt. Das ist doch unter der Erde, die Netherwarzen. Weizenfarm meinst du etwa? Nein, diese hässliche. Ach man, Romatra, darf ich meine reinzimmern? Wo denn, Digga? Wir können die gerne auch hinrichten. Noch. Meine Seegurkenfarm. Ja. Genau die. Hier kommt hier mein Haus hin. Guck mal, wie das aussieht, Alter. Hier kommt eine vorne fette Yacht hin und alles. Max, ich kann das nicht. Wieso hat Chamis für alles eine Farm? Darum geht's in Minecraft. Alles zu automatisieren. Überhaupt nicht, Alter. Du hast das Game nicht ansatzweise verstanden. Wollen wir kämpfen? Wollen wir alle zusammen ins Nether und gegen Schweine kämpfen, wie die Wahnsinnigen? Warum? Neun Schweine. Wenn wir alle kämpfen, so richtig so drei gegen alle. Ich finde das gut, dass jeder so ein bisschen sein Haus baut und so. Mir gefällt das. Finde ich total scheiße. Überhaupt keine Funktion. Wie viel. Ja, weil du auch null Sinn für Ästhetik hast. Guck mir dein Haus mal an, Junge. Den Müllhaufen da, Max. Es ist funktional. Es ist funktional und absolut grottenhässlich, Digga. Ich finde nicht, dass es noch funktional ist, dein Haus, wenn es so hässlich ist. Weil das tut ja wirklich weh beim Anschauen. Naja, also wenn die Funktion sein so will, dass du uns beiden wehtust, dann ist es funktional, ja. Ja, aber alles andere erreichst du damit nicht. Du erreichst dich damit nur Schmerzen bei uns, Max. Genau, wirklich nur Schmerz und Leid. Willst du das? Ihr seid jetzt alle mal ruhig. Ich habe kein Gold, Digga. Ich weine. Ich weine wirklich. Ich weine. Farm doch selber mal, du Penner. Ich kann das doch nicht so gut. Ich find's asozial, dass ihr ohne mich gestreamt habt gestern. Tut mir weh. Ohne Romatra ist okay. Du machst immer länger, als du darfst. Was? Du lädst einfach die Videos hoch ohne Absprache. Oh. Du bist doch fünf Wochen vor mir. Das stimmt nicht. Jetzt bist du einfach, das hast du einfach gesagt. Oh, jetzt Trimax Move. Asozial, Alter. Bau einfach in Minecraft, Leute. Ich baue jetzt demnächst in Minecraft, baue ich auch ein Casino. Slot Machine. Geht das? Ist nicht schwer, kann man machen, ja. Und dann werde ich dir. Können wir auch irgendwie Minecraft irgendwie pokern? Können wir um Diamanten pokern? Können wir auch, ja. So, ich baue in Minecraft ein Casino, Leute, und dann werde ich in Minecraft Casino Streams machen. Ey, es wird so geil, wenn wir unser PvP-YouTuber-Projekt Ende September anfangen, Alter. Dieses Fractions-Projekt, Junge, wo alle gegeneinander sind. Müsst ihr euch entscheiden, Max. Gehst du in meine Stadt oder willst du was eigenes machen? Warte, bin ich da eigentlich auch eingeladen? Ja. Moment, halt, stopp, geil, Ehre. Ey, Nether, ja. Leute. Ja, was denn? Ich hab hier doch Diamonds gemacht und ihr habt euch nicht abgeholt. Hier sind 11 Diamonds. Wo ist denn die Super Pickaxe? Was labert der? Du bist der verwirrteste Mensch auf dem ganzen Planeten, Max. Ich glaube, kein Mensch, der so verwirrt ist im Kopf wie du. Ihr seid so kacke. Junge, du hast doch wirklich eine Behinderung, Max, ehrlich. Ich werd jetzt die Diamanten hier abfahren mit meiner Pickaxe. Punkt. Seit 5 Folgen ist der hier unten drin. Ich fahre das jetzt mit mir selber ab. Hörst du mich, Revi? Ja, ich spreng gleich diese Farm von Max. Welche ja. Farm genau? Sag mal, welche Farm? Diese behinderte Seegurken da, die Kelpfarm, Junge, die Strobelfarm. Ist geil, dass du auch schon Seegurken nennst. Ich hasse das so, dass ich diese ganzen Behinderungen von dir angenommen habe, Alter. Ist geil, Mann. Ja, die Leute beschweren sich auch. Ich blick mit den Videos überhaupt nicht durchschreiben, alle. Ist doch egal. Ja, natürlich nicht. Niemand blickt da durch. Lustig. Ich bring nur Videos raus, die ich richtig geil finde. Kannst du mir jetzt erzählen, deine Videos sind so Müll, Alter. Alle absolut geil. Guckt euch das letzte Minecraft-Video an. Getrocknete Mangos, Alter. So lecker.
Abgelehnt, nicht lecker. Gesicht, Junge. Ey, das kann doch nicht sein, hier ist nirgendwo Gravel, Alter. Was für eine Scheiße, Mann. Ey, Gravel ist doch eigentlich überall. Nee, ich bin im Scheiße, weil alle gesagt haben, geh in den Scheiße und jetzt ist hier kein Gravel. Ich hasse euch. Ey, hat's nirgendwo Gravel, Mann. Wie viel Obsidian brauche ich? So ein Scheiße, Alter. Für einen Amberth. Was? Wie hast du es genannt? Für einen Amberth. Amberth. Was ist ein Amberth? Sprache. Ich hab nicht echt gesagt, sondern ein TH. Erstmal möchtest du einen gottverdammten Anvil machen hier. Und dafür brauchst du kein Gravel. Ach, kein Sch. Halt's Maul, Max. Junge, das ist so, die sind alle so maximal lost heute, das ist so geil. Ich überhaupt nicht, ihr seid nur Sch. Kacke lost. Bei mir ist alles wunderbar. Ich hasse dich. Communities gegeneinander antreten lassen. Ja, machen wir. Hast du Server und so, hast du die Kontakte oder muss ich mich selber drum kümmern? Digga, ich hab ein komplettes Netzwerk mit Developern. Die bauen diesen Modus auf unserem Server als fest integrierten in der Lobby. Revi vs. Trimass Community Modus. Oh, wow. Ich finde, Romata sollte mitspielen, aber er muss sich dann auch ein Team aussuchen. Ja, genau. Das ist doch zu dritt auch witzig. Komm, Leute. Okay, ich habe eine Idee, Bro. Wir machen das so. Riesige Map, okay, Max? In der Mitte nichts. Nur Ozean. Ja? Ja. Und wir auf drei verschiedenen Inseln. Inseln. Und wir müssen uns da Festungen aufbauen. Boom. Und uns gegenseitig richtig hochziehen. Was sagst du? Festungen aufbauen? Ja, Digga, mit Belagerung allem drum und dran, Alter. Wäre schon geil, ne? Katapulte, TNT-Kanonen, ich spür's. Ich würde Romata wirklich ernst nehmen, wenn er in irgendeiner Form schon mal was geleistet hätte. Aua. Ich spreng gleich einfach diese Farm von Max. Ich mach das jetzt gleich, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Max. Ich jag das Ding jetzt in die ewigen Jagdgründe. Lass mich. Seite, Asi. Max. Ja. Deine Farm. Ei. Ja, ei. Mach das bitte nicht. Bro, ich muss wirklich, Alter. Das ist echt. Das ist keine Augenweide. Es geht doch nicht immer nur um gutes mein Aussehen. Mein Gott, Digga, wenn hier mein Haus steht, Max, dann kann ich hier keine Farm gebrauchen. Ich mach's jetzt kaputt. So, TNT. Es wird gesprengt. Max, tut mir leid, ja? Ja, mach's. Kommst du mit klar? Ja. Super. Es wird aber eine richtig fette springen. Wollt ihr sie ansehen oder nicht? Ich würde sie gerne ansehen. Darf ich wieder hochkommen? Schnell, ja. Warte. Strandmann! Aua. Ich freue mich so, wenn Strandmann bei mir im Haus wohnt. Spark hat mir gezeigt, wie man auf Knopfdruck eine Sprengung einleiten kann. Ich habe da was vorbereitet im Leuchtturm. Ist gelogen. Ist nur ein Schalter. Aber ich warne dich trotzdem davor, meinen Leuchtturm anzufassen. Ansonsten kriegen wir wirklich ein arges Problem. Strandman. Kann er mir irgendwas tun? Nee, ne? Lass den in Ruhe. Alter, macht der Scheißgeräusche. Ich hasse ihn. Vor allem, ich habe das alles mit Warzenblöcken gemacht, ne? Ja, absolut hässlichster Block in Ingame. Nein, der ist sau schwer zu bekommen, kann man nur mit Warzen bekommen. Gut, Talk wieder. Digga, das sind 9 Warzen, das sind so viele komprimierte Warzen, das sind hunderte Warzen, die hierfür benutzt werden mussten. Spreng doch jetzt mal. Ja, ich bin dabei. Auf geht's. Weg mit dem Müllhaufen, Alter. Romata, ich wollte da weggehen. Romata. Oh. Ah, Romata, du Scheiße, Alter, bist du ein Trottel, Junge. Bist du ein verdammter Idiot, Alter. Er bleibt da stehen. Du bist so Alter, geil, Junge. Das wurde ja nicht mal runtergezählt, Alter. Ich kratze mir gerade die Reste von meiner weggelaserten Nase. Hast du gerade die Kimme gekratzt und schon ein bisschen in die Luft geflogen. Wieso? Aber sag mal, warum hast du jetzt, warum hast du jetzt Nasenkrebs? Habe ich es nicht verstanden. Nasenkrebs. Ich habe so eine Verengung in den Nasenmuscheln irgendwie. Es hat irgendwie einen ganz komischen Namen. Klingt auch soft. Oh, das habe ich mir jetzt weglasern lassen. Aus der Nase. Echt jetzt? Du hast ja den Nase lasern lassen. Innen drin, ja. Also ja, Schönheits-OP. Schönheits-OP? Wow. Digga, du bist Student. Ich kenne keinen Studenten, der eine Schönheits-OP hinter sich hat. Krass, Romata. Das ist keine Schönheits-OP. Hä, hey, der hat innerhalb der Nase gelasert, das sieht man nicht. Das Einzige, was man sieht, ist wieder Blut raus. Sorry, du Schönling, Alter. Wow. Romata, das hätte ich ja wohl. Wangenknochen aufspritzen lassen. Das hätte ich ja eher von mir erwartet. Ja, so richtig markantes Kind. Tut das denn weh? Ja. Nee, das wurde betäubt. Dann hat er zweimal reingespritzt und dann hat er angefangen, meine Nase. Was sagen deine Eltern dazu in dem Alter? Dass du dir vor allen Dingen halt von einem Arzt in die Nase spritzen lässt, Alter. What? Also dieses Haus wird insane werden. Ich habe eine genaue Vorstellung. Ich sag mal so, du wirst so einen Trimax niemals hinbekommen. Neue Katze gespawnt hier vorne? Lass die Amboss zinieren. Oh ja. Amboss Allround Kick ins Face geben. Okay. Da muss aber irgendwer die Katze halt catchen, ne? Ja, dafür haben wir ja den Dummen. Romata. Genau, Max also. Kann man nicht irgendwie anders an Leder rankommen? Gibt es nicht einen Lederersatz? Das ist voll hart, jetzt die ganzen Kühe umbringen zu müssen. Ja, Kunstleder kannst du machen. Ja? Dann hätten wir so eine automatische Seegurkenfarm für gebraucht. Echt jetzt? Ja. Da aber kein Scheiß. Doch. Geil, Alter. Die Warum haben lachst du? Die Luft gesprengt. So, dann kommt hier die Eingangstür hin. Boom. Dann gucken wir mal.
Game, ne? Hey, was soll das? Hey, was soll das? Boah, Max wird so neidisch sein. Gut, dass er mich gerade nicht hört. Alter, das wird so geil, Junge, was ich hier mache, Max. Ich schwör's dir, wird auch echt lit. Hör auf, zu mir reinzureden. Ich bin euch voll ahead, weil ich hab schon ein Haus. Dein Haus ist ein Müllhaufen, Max. Dein Haus sieht wirklich aus, als hätte Hitler persönliches entworfen, Junge. Ich will hier ein nices Backstein. Sag mir mal, wo ein Backsteinhaus hier gut hinpassen könnte. Aesthetic God. Eigentlich direkt unter die Mob-Farm, über die Villager-Farm. Ja, dann aber in der Nähe vom Village halt oben. Das wird halt voll Sinn machen. Nee, das sieht ja voll aus. Das ist eine Mob-Farm. Oh, Alter, ich hasse. Ich hasse, Junge, der kotzt mich. Alter. Max, ich schwör, du träufst doch noch rein, oder? Wieder, helft mir doch ein bisschen. Ich brauche halt manchmal Hilfe. Du brauchst nicht manchmal Hilfe, Junge. Das ist wie Sozialstunden mit dir, Alter. Oh mein Gott. Eine Mob-Farm ist eine Farm, in der Mobs bauen. Spawn. Scheiße, Mann, ich kann nicht mehr reden wegen Arschmex. Junge, ganz ehrlich, lösch dich. Du dreckiger Pennerhund. Kann man ein verbranntes Hähnchen nochmal brennen? Nee, was ist das für eine behinderte Frage? Doppelt brennen irgendwie, nee, ne? Ja, was, kann ja aber sein, was erwartest du dir davon? Dass es dann verbrannt ist und du und dann? Weiß ich nicht. Ja, ganz genau. Bau mir ein Haus aus Kakteen. Max, in einem Haus aus Kakteen stirbst du, du Affe. Du willst nicht wirklich ein Haus aus Kakteen bauen, du Retard. Scheiße, das lassen wir lieber mal. Alter, bist du hohl. Quarzblöcke zusammen mit Warzenblöcken sieht gut aus. Bäh. Ekelhaft. Willst du ein Pommes-Rot-Weiß-Haus haben, Junge? Ja, wir, nächstes Mal, wenn wir uns sehen, Revi, machen wir so folgendermaßen. Ich kleide dich komplett ein mit meinem Stil, okay? Digga, Alter, dann sehe ich ja aus wie ein Bauarbeiter. Max, du hast wirklich so einen richtigen Uwe-Stil. Kennst du das? Was ist ein Uwe-Stil? Unten wird's eklig-Stil. Das sind die Typen, von denen der stinkt, die kleiden sich so wie du. Geil. Das habe ich gut gesagt, oder? Nee. Merkt ihr gerade, wir werden so in Minecraft erwachsen. Wir ziehen gerade alle aus, bauen ein eigenes Haus, haben alle zusammen im Leuchtturm geschlafen. Max ist als erster erwachsen geworden, wobei das gar keinen Sinn macht. Weil Max' Haus sieht wirklich echt nicht aus wie von einem Menschen gebaut. Doch, das war so meiner Sturm- und Drangzeit. Ich bin direkt in den Bunker gezogen. Ja. Das sieht doch nicht aus wie ein Pimmel, Junge. Was ist denn dein Problem? Sieht dein Pimmel so aus, Alter? Falls ja, ab zum Arzt, Junge, aber ganz schneller Hase. Oh. Du erinnerst mich immer an meinen zweitältesten Händler, Bruder. Händler ist eingetroffen, der Händler ist da. Wieso ist der auch extrem geil? Name Händler ist bei mir, ich rede hier mit ihm. Was hat er? Er gibt uns für Emeralds Nautilus Shell. Oh! Glowstone. Warte! Wie viel kosten die Nautilus Shells bei ihm? 5 Emeralds. Boom, machen wir. Wir er hat was getrunken, dass er unsichtbar ist. Ja, ist richtig. Machen die so. Er ist immer noch da. Soll ich Sticks holen? Ja, ganz viele, Max. Und dann bringst du mir die. Könnte reichen. Jetzt können wir nämlich was richtig OPs machen. Und das ist so geil, dass ich am Wasser baue und ihr nicht, Alter. Dann habt nämlich nur ich den Vorteil davon. Richtig stark. Können wir jetzt so eine Unterwasserbombe machen, in der wir leben können? Bro, genau das. Alter, damit wird es jetzt so OP werden. Boom, 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 Junge. Boom, 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 Bumerang. Ich überlege gerade, wie viel wir brauchen insgesamt. Eigentlich müssten wir jetzt schon gut sein. Für 2 Heart of the Seas sollte es reichen. Ich hab sogar noch mehr Namepacks. Kann ich ihn irgendwie anlocken mit einem Fisch? Nee, es ist halt kein Tier, es ist halt ein Mensch. Aber du kannst versuchen, ihn in ein Boot zu setzen. Gold? In ein Boot setzen kann ich machen. Ja, chill kurz. Und dann bringst du ihn hier vorne zur Villager-Ebene hin, wo die ganzen Villager stehen und arbeiten. Mache, ich bin Profi-Minecraft-Spieler, ich kann das. In ein Boot setzen, wo ist er hin? Wo ist dieser Typ, Max? Hier direkt bei mir. Na, du Penner, Junge. Sag mir nicht, dass ich irgendwas anderes von dir kaufen muss, damit es wieder frei wird. Kann man da nur begrenzt viele kaufen bei dem? Ich hab dir jetzt echt viele Sticks gemacht, mach jetzt hier keinen Sch, ne? Wieso ist da ein X bei der Nautilus Shell? Weil ich jetzt schon 5 Stück gekauft hab. Geh mal da weg. Aua. Penner, Alter, man kann nur 5 Stück kaufen. Der wartet jetzt hier als Strafe in dem Boot. Assi-Typ, ey. Jetzt. Lass ihn hinrichten im Amboss, ja! Okay, ich bin dabei. Ja, ich töte seine Lamas und dann... Die Lamas hätten wir doch züchten können. Nein, die kann man nicht züchten. Alter, wie du ihn einfach mit deinem LKW entführst, ne? Er hat dich outplayed. Er ist immer noch bei mir drin. Er hat sich wegteleportiert. Ne, er ist bei mir drin, er ist unsichtbar. Ah ja, man sieht die Nautilus-Shells aufsteigen. Oder was das ist. Was laberst du eigentlich für Müll? Was sind diese Muscheln, die da aufsteigen? Lass den jetzt erstmal sitzen, den Penner. Wir gucken jetzt, ob der morgen nochmal handelt. Wenn nicht, wird er hingerichtet. Lass ihn einfach der Sonne aussetzen und ihn richtig, dass er richtig brennt. Junge, du bist so grausam, das gefällt mir. Achtung, Heart of the Sea, 3, 2, 1. Boom. Zeig mal. Conduit. Achtung, Leute. Conduit in 3, 2, 1. Ja, und jetzt? Was muss ich jetzt machen?
Ollum, Stein von Unterwassertempel oder was? Kein Bock drauf. Will diesen Typen hinrichten. Max, guck mal, ob er wieder verkauft, ob er wieder gönnt. Wenn nicht, dann bringen wir ihn um. Ja, ich habe jetzt keinen Bock. Wir haben hier keinen Unterwassertempel in der Nähe. Den müssten wir jetzt erstmal machen dann, ne? Nautilus Shell gönnt er nicht, aber er gibt Glowstone. Max, das können wir selber farmen. Tut sich jetzt? Eine geile Idee eigentlich, tatsächlich, was ich jetzt hier mache. Und zwar wird das vollautomatisch dir laden hier. Ich würde sagen, das haben wir am besten einfach alle aufpassen, oder? Ach ja, Scheiße, Mann, ich muss hier dann... Das ist so geil, dass ich so ein guter Minecraft-Spieler geworden bin, ne? Scheiße, es ist so geil, ne? Aber sowas von... Geil. Geil, Alter. Einfach nur geil. Ich find's so geil, wenn man den Pool mit Milch füllen könnte, Alter. Ginge das? Geht das? Nee, leider nicht. Das wäre aber cool. Sieht aber insane aus, Alter. Also es wird auf jeden Fall eine geisteskranke Luxusvilla hier wieder. Oh mein Gott, ja! 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 Geil, Alter. Jetzt kann ich den Name-Tag endlich verwenden. Alter, Hermann ist zurück. Hermann, Junge! Geile Sau! Ja, wir nennen Herr Schweinemann, komm. Nicht Hermann. Geil, Alter. Wo ist der? Nee. Ist der wieder zurückgelaufen, der Penner? Junge! Ah, nee. Wo ist er? Oh. Hä? Wo ist der Schweinemann? Der Strandmann, hast du Schweinemann gesehen? Aua. Junge, Strandmann ist so aggressiv geworden. Hä? Glaubt man nochmal. Nein, bleib stehen. Zurück. Komm. Würde er mich attacken? Nein, würde er nicht, weil er es vergessen hat. Boom. Boom, boom. Auf geht's, Herr Schweinemann. Ja, Mann, stark. Einfach so eine Treppenform machen. Junge, geil, Alter. Guck mal, da ist auch schon Badegast, Herr Schweinemann. Alter, du kannst das halt echt gut, holy shit. Ja, da sieht man halt, dass du ein bisschen länger bei Quatsch spielst. Du hast zwar keine Ahnung von nichts, aber schöne Sachen bauen kannst du. Alter, guck mal hier. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh, ich will's auch sehen. Das ist nur mein Haus abgesteckt. So, jetzt guck mal bitte auf den Pool. Schaut mal bitte ganz, ganz genau auf das Licht vom Pool, ja? Auf den Pool, ja. Boom. Licht an. Alter. Licht aus. Herr Schweinemann, genießt das Leben, Junge. Genießt das Leben. Ich bin gespannt, wenn es fertig ist. Wirklich schön, Leute. Und das wird ein richtig, richtig... Sieht aus, Digga. Du hältst jetzt das Maul, ist es klar? Ich find's gut, wie locker mit Revi mit Kritik umgeht. Es gibt für mich keine Kritik. Umadra. Umadra? Ja, was ist? Ach komm, lass mich noch, gib mir noch ein paar Sekunden. Umadra. Es kann doch alles werden, okay? Es kann doch alles werden. Ich finde den Eingang zumindest schon mal nicht so Ich finde, der Eingangsbereich ist in Ordnung. Ist halt Auslegungssache, ne? Wir können abstimmen. Du hast sie mit zwei Blöcken viel schöner gemacht. Wie hast du das hingekriegt? Ich zeig dir jetzt mal was, Romata. Ich zeig dir jetzt mal, wie Minecraft bauen funktioniert. Okay, ja, komm, teach me. Minecraft bauen lebt nur von kontrastreichen Blöcken, ja, die trotzdem in der Farbgebung ungefähr zusammenpassen. Und davon, dass du möglichst viel Tiefe in dein Haus zauberst. Mit verschiedenen Ebenen, okay? Ja. Das heißt, wenn du ein planes Haus baust, ja, ist das Scheiße. Aber du machst schon mal deutlich besseren Ansatz als Max. Oder? Sag's mir doch. Ich sag dir nur, dass es halt geiler damit aussieht, Alter. Wenn du ein bisschen mit Framing arbeitest und sowas. Guck mal hier vorne zum Beispiel diese Säule hier. Weißt du, wie du die schön machen kannst? Guck mal hier. Gehst du hin. Tiefe zaubern. Verstehst du, was ich meine? Geil, Alter. Geil, Revi. Das ist halt, ich weiß halt nicht, wie man die Blöcke einsetzt. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass die existieren, aber ich weiß nicht, wie man sie einsetzt. Das halt, das fehlt mir. So, ich mach mich auf den Weg. Rüber zu Chimex, wir sehen uns. Bis heute Abend. Ciao. Hau rein, Revi, du bist Bruder. Hau rein.